Schön gespielt, schön gespielt. Rashica, Rashica. Ich werde hier ein Bild von dem Balken einblenden. Den muss er machen. Den muss er einfach machen. Oh Mann. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des RB Leipzig Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit Rasenballsport und nicht Red Bull. Das gewöhne ich mir jetzt, glaube ich, mal ab, weil wir wollen ja die offizielle Bezeichnung nehmen. Und wir sind momentan auf Tabellenplatz 7 in der Bundesliga. Heute geht es wieder weiter und wir versuchen weiter nach oben zu klettern. Mitspielen gegen folgende Gegner. Hertha BSC und da spielen wir zu Hause. Und dann der FC Bayern München, da spielen wir auswärts in der Allianz Arena. Ganz, ganz schwere Brocken auf jeden Fall. Allerdings denke ich mal, dass wir die erfolgreich bestreiten müssen, wenn wir oben dran bleiben wollen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 500 Likes wären richtig, richtig nice. Zeigt mir, dass ihr weiter Bock auf die Karrieren habt. Nebenbei bemerkt, das muss ich mal dazu sagen, es wird einen Break geben und zwar Ende Januar, wo alle aktiven Karrieren abgebrochen bzw. beendet werden und wo dann neue Karrieren kommen. Und auf die werdet ihr Bock haben, das sage ich jetzt schon mal. Checkt gerne die Videobeschreibung aus, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Kompax Gaming TV auf eure Coins und dazu auf die FIFA Points bzw. PSN und Microsoft Guthabenkarten. Lohnt sich also auf jeden Fall, das mal auszuchecken. Merchandise könnt ihr auch vorbeischauen und selbstverständlich bei den Social Media Links, Instagram und Twitter solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr Teil der MGT Army so richtig sein wollt. Rani Khediras Vertrag läuft aus und den werden wir verlängern, weil ich glaube, dass der zumindest als Backup ganz gut sein könnte. Coltorti und Compare laufen auch aus. Ups, jetzt bin ich hier auf Rashica. Ich werde Compare verlängern, Coltorti werde ich auslaufen lassen. Compare ist zwar nicht der allerjüngste, aber er ist relativ solide und als Backup reicht er allemal. Wir spielen jetzt gegen Hertha und das wird das Spiel sein, was ich wieder so ein bisschen mit groben Highlights cut. Das habe ich ja angekündigt, ein Spiel immer ganz und ein Spiel immer mit groben Highlights. Habe zwar gesagt, ihr sollt das entscheiden, allerdings denke ich mal, dass das so am besten ist, weil so können wir mal zwei Spiele reinpacken und auch die groben Highlights sind ja trotzdem noch Highlights, sage ich mal. Hertha ist momentan Tabellenfünfter, Bayern Sechster, das heißt sind wirklich absolute tabellarische Topspiele auch. Und mit welcher Elf wir jetzt antreten gegen Berlin, nachdem wir zuletzt mit BF im Pokal gespielt haben, lasst euch überraschen. Rein geht's. Die Red Bull Arena mal wieder ausverkauft. Wir kennen das Ganze schon. FIFA 17 ist halt einfach leider Gottes, was die Stadien angeht, nicht so realistisch, wie es gerne sein sollte in meinen Augen. Aber vielleicht wird es ja die nächsten Jahre irgendwann mal besser werden. Manolo Lama und Paco González hören wir jetzt gerade noch, aber die stelle ich gleich aus, macht euch da keine Gedanken. Werner, Paulsen, Forsberg, Sabitzer, Keita, Demme, Compare, Papadopoulos, Henrichs, Klostermann, Wellenreuter. Das heißt, eine sehr ähnliche Elf wie unsere Top-Elf. Allerdings links mit Henrichs und in der Innenverteidigung mit Compare. Orban ist nicht hundertprozentig fit und dementsprechend machen wir das auf diese Art und Weise. Jetzt kommen wir zu Hertha BSC. Kraft, Weiser, Hegeler, Stark und Plattenhardt. Davor Lustenberger zusammen mit Schjelbred, Haraguchi, Stocker, Kalou und Ibisevic. Also keine Veränderung im Vergleich zur realistischen Elf von Hertha. Oh, Sabitzer, Sabitzer, erste Chance, erstes Tor, 1:0, 12. Minute, Marcel Sabitzer mit der Führung für RB Leipzig. Das geht doch mal schön los hier, wunderbar freigespielt über Paulsen, der Ball dann auf Werner und der auf Sabitzer, genau im richtigen Moment. Kein Abseitskraft, ist chancenlos und wir führen gegen die Hertha. Besser kann es gar nicht losgehen, hier Schjelbred ist da auch nicht mal in der Nähe von unserem Österreicher. Wir führen weiter so, wir sind vor Hertha momentan. Ibisevic mit der Antwort, uiuiui, das war auch ganz schön knapp. Timo Werner, viel zu einfach, 2:0. Freunde, was ist denn hier los? Das geht mal absolut zu easy, wie wir die Hertha hier hinten vorführen können. Paulsen mit dem Ball auf Werner und der setzt sich da spielend gleich durch gegen Stark. Abschluss mit links, 2:0, Kraft wieder chancenlos. Das ist eine ganz, ganz bequeme Führung, die wir hier gerade uns rausspielen. Und besser geht's gar nicht. Sabitzer, alter Schwede, wir sind hier absolut am Drücker, auf das 3:0 zu kommen. Das war wieder ein richtig starker Schuss, aber diesmal auch eine gute Parade von Kraft. Ich wollte hier ja nur absolute Highlights reinschneiden, aber das sind ja absolute Highlights. Hertha steht unglaublich offen. Heieiei. Marcel Sabitzer auf dem Flügel. Das sieht richtig gut aus. Rückraum steht Keita. Keita kommt, abgelegt. Wir starten den Durchgang 2 und bisher ist es eine Demonstration, die wir hier spielen. Hertha nicht mit einer einzigen Gelegenheit nach diesem einen kleinen Schuss von Ibisevic und wir dafür in der Offensive unglaublich präsent und stark. Ab und zu mit solchen dämlichen Fehlpässen, aber ansonsten ist das hier nur eine Frage der Höhe und nicht des Ausgangs. Forsberg, wunderschön eingesetzt und wunderschön eingenetzt. Von unserem Schweden absolut genial. Paulsen, glaube ich, mit seiner dritten Vorlage jetzt.
Das war wieder ganz, ganz stark. Der Ball genau im richtigen Moment. Und dann der Job gegen Mitchell Weiser und der Finessi in die rechte Ecke. Kraft wieder chancenlos. Demonstration. Mehr braucht man dazu nicht mehr sagen. RB führt Hertha hier gerade mal absolut vor. Genauso wie Leverkusen und Darmstadt, der leider nicht gesehen. Aber das war genauso. Paulsen, Balleroberung. Paulsen. Macht er sein Tor? Nein, er macht es nicht. Da hat er sich verdient nach der Leistung bisher. Alter Schwede. Ist kein Schwede. Unser Schwede ist Forsberg. Das ist unser Österreicher Sabitzer. Und der macht hier das nächste Traumtor. Absolut geil. Forsberg diesmal mit der Vorlage. Und dann einfach mal abgezogen von der rechten, linken Strafraumkante. Rechten Strafraumkante. In die lange Ecke. Wieder ist Kraft. Also Kraft kann einem nur leid tun. Aber das ist einfach nur genial. Ui, da ist nochmal Hertha mit dem Ehrentreffer. 4:1. Kalou mit dem ersten Torschuss, den die Hertha hat hier. Mit dem 1:4. Aber das ist jetzt keine wirkliche, schlimme Sache. Das ist einfach nur Ergebniskosmetik im wahrsten Sinne. War aber schlecht verteidigt von Compaire. Naja. Das ärgert mich jetzt aber doch. 4:2. Wir sind plötzlich wieder... Ach Mann, Alter. Wir können nicht zu 0 spielen. Und ich weiß nicht, was mit unserer Defensive los ist. Ganz, ganz schwach hier von... Wer war denn das? Irgendwer war es, aber das war gar nicht gut. So, Feierabend und wir gewinnen mit 4:2 gegen Hertha BSC Berlin nach 4:0. Ist das eigentlich ein bisschen traurig, aber okay, kann man mit leben, definitiv. Damit sind wir an der Hertha vorbeigezogen und haben schon mal gute Vorbereitung fürs Spiel gegen Bayern. Warum Hertha da oben steht, konnte ich heute nicht sehen. Das war wirklich eine schwache Vorstellung. Aber wir müssen jetzt einfach wieder bestätigen, die Leistung, und zwar gegen Bayern. Blöderweise haben wir ja englische Woche, deswegen haben wir nicht so viel Regenerationszeit, wie wir eigentlich benötigen würden. Aber dafür steigt Lewicki in Übersicht und langer Pass. Ansonsten die Ergebnisse alle Durchschnitt, bis auf Esposito. Der hat keinen Bock. Khedira wird nicht verlängern. Er hat das Ganze abgelehnt. Dementsprechend haben wir, ja, einen Sechser weniger, aber das macht auch nichts. Wir haben auf jeden Fall wenig Fitness. Und dementsprechend müssen wir umdisponieren, beziehungsweise umstellen auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche Elf gleich spielen wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seht das dann, sobald wir in der Allianz Arena sind. Vamonos! Wir sehen sie ausnahmsweise mal nicht von außen, aber da sind wir in der Allianz Arena, im roten U-Boot, in der roten Kloschüssel, wie man immer das beschreiben möchte. Der FC Bayern gegen RB Leipzig, zwei Halbschwergewichte, sag ich mal, des deutschen Profifußballs, wenn man mal auf Tabelle guckt. An sich natürlich zwei Schwergewichte, gerade der FCB, Leipzig noch eher weniger. Aber Bayern hat nur 14 Spiele, das heißt ein Spiel weniger als wir. Wir haben momentan 25 Punkte, allerdings halt auch ein Spiel weniger. Trotzdem können wir mit einem Sieg auf jeden Fall an den Bayern vorbeiziehen. Und das ist unser erklärtes Ziel. Außerdem nähern wir uns dann wieder dem HSV und den Champions League Plätzen, was natürlich schön wäre. Bayern hat aber die beste Abwehr der Liga. Das wird schwer. Die Bayern mit Ulreich, Rafinha, Martinez, dazu Boateng und Alaba, das heißt nicht mal Stammtorwart. Lahm, Vidal, Alonso, Coman, Lewandowski, Robben, das heißt auch nicht die absolute Top-Besetzung, muss man ganz ehrlich so sagen, weil man beispielsweise einen Alonso drin hat oder einen Rafinha oder beispielsweise halt auch einen Ulreich. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr starke Elf. Müssen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen können. Vor allem, weil unser Team halt, naja, nicht in absoluter Bestbesetzung daherkommt. Wir spielen mit Wellenreuter, Klostermann, Orban, Papadopoulos und Halstenberg. Das ist Bestbesetzung. Davor Keita und Lewicki ist auch okay. Kaiser und Rashica auch, aber halt kein Forsberg und kein Sabitzer, denn der steht im Sturm und daneben Selke. Das heißt, unsere beiden gefährlichsten Torschützen, Paulsen und Werner, sind beide nicht mit von der Partie. Könnte eine schwere Nummer werden, aber wir setzen uns mal gerade hin und dann legen wir los. Bisher ist das hier eine relativ ausgeglichene Geschichte, auch wenn wir mehr in der Offensive sind als der FC Bayern bisher. Dummerweise kommen wir noch nicht gefährlich vor den Kasten, aber jetzt mal eine gute Freistoßsituation und wir haben dummerweise keinen Forsberg dabei. Aber vielleicht wen anders, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wer hier Freistöße kann. Lewicki habe ich jetzt im Kopf. Oh, da lag ich aber ganz falsch, aber Kaiser kann die. Dumme Position für den Rechtsfuß, aber schauen wir mal, was daraus werden wird. Kaiser, das sieht gut aus! 1:0 RB Leipzig, wir gehen gegen den FC Bayern in Führung. Und das war ein perfekter Freistoß. Kaiser sollte eigentlich gar nicht spielen. Ich hatte Werner in der Startelf, habe mich dann entschieden, Sabitzer nach vorne zu ziehen und Kaiser auf rechte Seite zu stellen. Und das hat sich gelohnt, wie wir hier sehen können. Wunderbarer Freistoß. Ulreich fliegt vergebens. Die Mauer springt nicht hoch, deswegen geht das Ding drüber. Und wir führen 1:0 in der Allianz Arena. Perfekt. Jetzt steht Bayern schon offen, auch wenn der Pass von Naby Keita noch ein bisschen zu weit war für Sabitzer, der auch nicht hundertprozentig fit ist, weil er letztes Spiel ja schon gespielt hat und ja auch zwei schöne Tore geschossen hat. Aber den kannst du natürlich momentan nicht rausnehmen, einfach weil er zu gefährlich ist. Robben gegen Keita, sehr gut. Boah, schöne Parade da. Ich weiß gar nicht, von wem der Schuss kam, aber das war nicht schlecht. So, jetzt Milo Rashica mit Davy Selke im Zusammenspiel und dann läuft er nicht richtig. Und Lahm kann dazwischen kommen. Aber bisher ist das ganz, ganz stark, was wir hier zeigen. Au! Lewandowski.
Also, dass er den nicht reinmacht, das grenzt eigentlich an Wunder. Jetzt hier im Clinch mit Wellenreuther, der Ex-Dortmunder gegen den Ex-Schalker. Aber das Ding muss er machen. Also, gerade als Lewandowski. Das ist bitter. Kurz vor der Halbzeit. Okay, wir sind in der Halbzeit. 1-0 Führung. Was ist denn mit Lewandowski los? Der pöbelt hier aber ordentlich rum. Schöne Führung auf jeden Fall durch den Freistoß von Kaiser. Bayern kommt noch nicht so wirklich gefährlich vor das Tor, abgesehen von der Chance von Lewandowski, der normalerweise machen muss. Es sieht noch gut aus für uns. Mal sehen, wie es im zweiten Durchgang läuft. Aber momentan bin ich recht zuversichtlich. Das muss bei Kaiser, glaube ich, was mit der Rückennummer zu tun haben. Meine Lieblingszahl, die 24, setzt sich gut durch gegen Coman. Na, schade, da wollte ich dann abbrechen und flanken, das klappt hier nicht. Und jetzt muss Klostermann sich mal ein bisschen beeilen, weil jetzt Coman natürlich auf der Seite ein bisschen Platz hat. Ich verwechsel Alaba und Coman. Natürlich war das gerade gegen Alaba auf der Außenbahn und nicht gegen den Franzosen. Aber die beiden sehen sich halt auch unglaublich ähnlich mit ihren Haaren. Oi, Davy Selke wird da gefoult von Martinez. Das war so ein kleines Frustfoul, ne? Von hinten in die Beine. Wird wohl nur gelb geben, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das zeigt, dass Bayern nicht zufrieden mit der Leistung ist. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil bisher ist das noch nicht stark. Selke krumm mit der Hacke auf Cater, funktioniert aber. Und jetzt der Ball weitergespielt. Das sieht gut aus bis zu Selke, aber es gibt immer eine Ecke. Also wir spielen uns momentan echt hier in einen Rausch. Oh, Rashica. Und dann kommt Sabitzer, glaube ich, war es. Ich dachte erst, er versucht einen Scorpion-Kick à la Giroud, aber das wurde hier wohl nichts. Jetzt Douglas Costa außen gegen Papadopoulos und ich glaube, ich muss das Foul ziehen. Nee, ich komme gar nicht ran. Natürlich noch beschissen. Na, oh, scheiße. Jetzt Lewandowski und Orban klärt. Lewandowski, uiuiui, auf der Linie und Wellenreuther. Hoi, das ist natürlich jetzt richtig gefährlich gewesen. Oh, danke, dass du den Ball zu mir verlängerst. Wir haben jetzt doppelt gewechselt. Naby Keita ist rausgegangen, dafür ist Michele Esposito reingekommen. Und wir haben außerdem unseren, oh, ei, das war aber gar nicht gut, nicht mehr so fitten Sabitzer rausgenommen. Und dafür spielt jetzt Oliver Burke oder Lazaro, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist Rashica jetzt Stürmer. Das gibt's nicht. So ein Scheißtor, wir können einfach nicht zu Null spielen. Ah, Lewandowski, direkt. Das ist unglaublich. Das ist absolut nicht gefährlich und Wellenreuther legt sich das Ding selbst rein. Och, Mann. Schön gespielt, Rashica, Rashica. Ich werde hier ein Bild von dem Balken einblenden. Den muss er machen, den muss er einfach machen. Oh, Mann. Lazaro eingewechselt auf Selke, der ist natürlich schneller als Martinez, aber hat nicht mehr so die Energie. Spielt nochmal auf Lazaro, der liegt wieder aber auf Rashica. Diesmal muss er machen. Rashid! Wie groß soll das Tor noch sein? Also die Position war sehr ungünstig, aber der Typ hat ja einfach mal, ich weiß nicht, was der im Fuß hat, aber irgendwelche Substanzen muss der drin haben, weil sonst würde der doch niemals mit so wenig Schusskraft so das Ding da drauf braten. Wir spielen 1:1 glücklich für den FC Bayern in München, also eine ganz andere Geschichte als in Realität. Wir hätten das Ding hier gewinnen müssen, da bin ich mir zu 100% sicher und das sage ich auch ganz ehrlich so. Rashica hat versaut und das wird dem teuer zu stehen kommen, was seine Spielzeiten angeht. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil das hat mich jetzt richtig abgefuckt und da machen einfach ein Werner Paulsen oder auch ein Lazaro einen besseren Eindruck. Alle Spiele, alle ausnahmslos 1:1 geendet, ich fasse es nicht. Das ist natürlich mal relativ cool. 3, 2, 1, Trainingsergebnisse rasseln rein und Esposito steigt, Naby Keita steigt, Lewicki mit einem A, Orban kurz vorm Upgrade, wenn man die Stats sieht und Timo Werner, ja, passt auch. Scouting-Update, was haben wir Schönes dabei? Clemens Huber, der sieht okay aus, auch wenn er nicht aussieht wie ein Clemens Huber. Tobias Zauner beobachten wir mal weiter als Keeper, ah, weiß ich nicht. Und die anderen sind leider Gottes mal wieder nicht so stark, aber immerhin haben wir einen, der ganz okay war und das ist ja schon mal nicht so schlecht. Marcel Sabitzer bleibt gerne. Okay, ich wusste, ach ja, er wollte gehen, er bleibt. Sehr schön, perfekt. Er hat da, das, ui, hätte er da jetzt die drei Tore geschossen und wäre jetzt gewechselt, wäre es natürlich auch hart gewesen. Aber gut, dass er es vor Anfang der Transferperiode sagt, ist ja aber auch irgendwo logisch. Und die kommt jetzt. Das heißt, ihr ballert jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was für Spieler wir holen sollen. Liked euch gegenseitig hoch in den Kommentaren. Und hier ist eine Infokarte und da könnt ihr mir sagen, auf welchen Positionen ihr bei uns Verstärkungspotenzial seht. Und, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Das erste Angebot leider für Paulsen, aber nee, nicht für den Preis. So, Jugendmannschaft mal kurz angucken. Tom Falke mit 16, ja, passt.
Hans Ludwig, geht. Tobias Schinkel geht auch. Dann haben wir noch Robert Schäfer, der geht auch. Das ist ein richtig deutscher Name. Andrzej Kaczmarek, der sieht okay aus. Clemens Huber ist auch in Ordnung. Szymanski ist richtig gut eigentlich für einen Rechtsverteidiger. Zajac. Sind ja immer die gleichen, ne? Aber der sieht richtig stark aus. Weber. Kann man immer noch behalten. Schulze passt auch. Kaczmarek Nummer 2 ist okay. Und Adamczyk. Ja, passt auch. Kuhn läuft. Alles vernünftige Spieler. Wir haben eine schöne Jugend. Gulaschi möchte den Verein verlassen oder war es Coltorti? Ich weiß es nicht genau. Wir werden auf jeden Fall mal abwarten, was sich da ergibt. Aber Marius Müller werden wir definitiv jetzt mal verleihen, weil wir haben 5 Keeper und wir brauchen davon 2 höchstens. Rechtsverteidiger, das sieht okay aus, aber wir verleihen mal den Kollegen Benno Schmitz im Idealfall. Klostermann und Pasternak, die wechseln sich ganz schön ab, auch wenn er erst 4-mal gespielt hat. Das wird schon noch. Ich denke mal, Klostermann macht einfach momentan einen zu guten Job. Compea, Papadopoulos, Redemann, den können wir verleihen, weil der ist auf der Leihliste sowieso schon drauf. Nukan ist verliehen, der entwickelt sich. Gino Fechner, das ist auch in Ordnung. Henrichs, dann haben wir noch Halstenberg und Anthony Jung, der ist auch verliehen momentan. Das ist aber schlecht in Form. Frank Demme, Lewitzki, dann haben wir Bernardo. Bernardo können wir mal verleihen, weil der ist auf der Verleihliste. Ist man schon gestiegen. Rani Khedira, Vertrag läuft aus, der wird sowieso wechseln. Allerdings müssen wir ein Angebot bekommen, weil er nicht ablösefrei wechseln kann, weil er zu jung ist. Ilsanka ist ein guter Back, aber auch wenn er nicht viel spielt. Janelt ist verliehen, entwickelt sich ein bisschen. Berg zeigt Potenzial, würde ich aber ganz gerne verleihen, ehrlich gesagt, weil er mir ein bisschen zu wenig spielt und wir einfach zu viele Spieler haben mit Lazaro, Kaiser und so weiter und so fort. Keita Esposito, den werde ich auch mal auf Leihliste setzen, einfach weil mal schauen, ob da irgendwer sagt, wir haben Interesse. Dann haben wir Beiersdorf, der auf der Leihliste ist, Joel Kalmar, die entwickeln sich alle ganz gut, das gefällt mir. Idrissa Touré, auch schon um 2 gestiegen. Rashica, ja, der muss noch treffen. Werner bisher mit 5 Toren und 7 Vorlagen, 4 Tore in der Champions Trophy, das ist sehr, sehr ordentlich. Dann Yusuf Paulsen mit 8 Toren und 4 Vorlagen auch sehr stark. Davy Selke hat noch nicht getroffen in der Bundesliga, das kommt bestimmt aber noch. Dann Federico Palacios Martinez, der ist sowieso schon auf der Leihliste. Und dann haben wir Tamari, der ist im Verein. Oh, ich wusste gar nicht. Ach, der ist, glaube ich, ach genau, der ist von der Leihe zurückgekommen, weil der vorher in Amerika war. Das heißt, den werden wir jetzt mal wieder auf die Liste setzen. Und das war es dann auch schon von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Wisst ihr Bescheid. Videobeschreibung auf jeden Fall aus. Checken die Links vorbei gucken oder bei den Links vorbeigucken. Und mir in die Kommentare schreiben, wen wir holen sollen. Und in der Infokarte abstimmen, welche Position wir neu bekleiden müssen. Ich hoffe, es war ordentlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.